Willkommen und hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einer Folge ETS2 auf der MHA Pro Map. Und zwar hat die MHA Pro Map ein Update erfahren. Wir spielen sie jetzt in der Version 2.3.2. Tja, am 13.05., auch für mich etwas überraschend, kam da ein kleines Update drauf. Ein paar Fixes, ein paar neue Straßen dazugefügt. Tja, und was könnte es denn Schöneres geben, ne? Als auf der neuen Map dann die ersten Kilometer zu fahren. Wie ihr seht, der Scania T, dem fehlt die Schnauze. Nein. Ich dachte, ich bin jetzt so viel Scania gefahren. Nun wird es mal wieder Zeit, was anderes zu fahren. Und hab mir diesen kleinen Mod-LKW rausgesucht. Kleiner Freightliner. Ja, ich gebe zu, der hat schon die besten Tage hinter sich. Ne? Sieht nicht mehr ganz so taufrisch aus. Auch von drin ist renovierungsbedürftig, würde ich mal sagen. Halt nicht so luxuriös wie unser Scania T, aber wir können ihn uns ja irgendwann mal hübsch machen. Ist halt so ein kleines Renovierungsobjekt im Augenblick, würde ich mal sagen. Ne? Wir können uns auch schön hier hinten in unser Bett legen. Ne? Da haben wir auch ein bisschen Licht hier hinten. Da auch nochmal. Können wir uns das ganze Elend von hier hinten dann immer angucken. Viel Platz haben wir wirklich nicht, ne? Oh, ich muss die Zeitschrift nochmal wegräumen irgendwann. Nach vorne. So, wir wollen dann auf der neuen MHA-Map Richtung Le Havre. Von Dresden nach Le Havre. Also einmal so ein bisschen durch Europa durch. Wir gucken uns das Ganze mal hier kurz auf der Weltkarte an. Dresden sind wir jetzt. Ja, ne? Erfurt, Remscheid, Köln, an Brüssel vorbei. Denn hier oben, wieso fahren wir hier so einen Umweg? Also, weil wir nicht über Paris fahren, sondern hier oben so längs, ne? Und dann enden wir irgendwann hier hinten in Le Havre. Und dann könnten wir vielleicht mal schauen, ob wir uns auch mal so ein bisschen England angucken. Ah, aber bis dahin, ne? Ist weiter Weg, weiter Weg. Für uns und unseren Freightliner, den wir hier jetzt dann erstmal wieder nutzen. So, machen wir das Schmuckstück mal an. Ja, er ist etwas laut, nicht wahr? Er ist etwas laut, aber dafür funktioniert ja nicht auch so alles. Ne? Wir gucken nochmal auf die Parking Brake, auf diesen kleinen gelben, dieses kleine gelbe Viereck. Also es bewegt sich hier auch alles, ne? Es bewegt sich hier auch alles. Gang rein. Bremse ist ja jetzt los und dann wollen wir mal so ganz vorsichtig mit los mit unserem Freightliner. Stolze 600 PS, die alte Mühle. Also sollte er theoretisch genug Power haben, um erstmal hier, ich glaube, wir ziehen hier so knapp 11 Tonnen Milch hinter uns her. So, jetzt aber hurtig, ne? Bevor hier alle kommen. Schön in den Verkehr reingedrängelt. So kennt man uns, ne? Erstmal schön in den Verkehr reingedrängelt. Tja, in Map-Beschreibung stand dann ein paar Fixes gehoben, in Frankfurt ein bisschen was geändert. Ja, Straße soll auch neu dazugekommen sein. Ich lasse mich mal so ein bisschen überraschen. Zumindest läuft sie schon mal butterweich, die Map. Das kann ich schon mal sagen. Woran ich mich jetzt erstmal noch gewöhnen muss, ist, dass wir fahren ja einen US-Truck hier jetzt. Import, ne? Sag ich nur Import. Ja, da wird natürlich alles in Meilen angezeigt, ne? Da ist also Meilen angesagt und na gut, wir sind noch, wir sind ein bisschen zu schnell, würde ich mal sagen. Wobei 80, der LKW-Fahrer von Welt, ne, der fährt ja auch gerne mal 80 auf der Landstraße. Wir wollen ja nicht den nachfolgenden Verkehr behindern. Nein, 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 das wollen wir nicht. Nein, 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 das wollen wir nicht. So, 13 Gänge hätten wir. Da wird noch was gehen und wir sind ziemlich zügig unterwegs hier auf der Landstraße. Aber die Geräusche, die wir so haben, so, ne, klingt so ein bisschen so, als ob das Armaturenbrett... Oh Gott, Bremsen sind noch vom Formkrieg, das steht mal fest.
bremst so ein bisschen wie ein Iveco. Also fast gar nicht. Gut, da muss man sich erst dran gewöhnen, ne? Wenn man sonst nur die Bremsen vom Scania T kennt. Dann, ist das jetzt so ein bisschen ungewohnt. Aber wird schon werden. Wir gewöhnen uns da dran, ne? Hat ja auch erst ein paar Meilen auf dem Tacho, wie wir sehen. Also reichlich. What? Gottes Willen. Eieiei. Ich gewöhne mich da dran. Irgendwann. So, du komm. 600 PS. Hm, wo seid ihr? Ich glaube, seitdem man mal mit 600 PS ausgeliefert wurde, sind ein paar Pferdchen verschwunden. Da sind ein paar Pferdchen auf der Koppel geblieben, glaube ich. Die sind nicht für die Fahrt mit eingestiegen. Eieiei. So, komm. Wir müssen mal rüber, glaube ich. Tja, hier muss der Fahrer noch arbeiten in diesem LKW, ne? Und wie er hier arbeiten muss, meine Herren. Eidewetzka. So, komm, 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 bisschen geht noch. Nein, geht nicht mehr. Jetzt sag nicht, der Begrenzer ist wirklich schon reingegangen. Also auf 90 steht der Tacho noch nicht. Der steht mal fest. Ey, 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 ey. 3, ich muss sagen, die Map läuft wirklich sehr geschmeidig. Da kann man nicht meckern. Schon um einiges ruhiger irgendwie. Entspannen wir uns mal so ein bisschen und genießen die Fahrt, würde ich sagen. In unserem uramerikanischen Truck hier. Irgendwo in Europa. Oha. War klar, dass die Spur da nach vorne wieder zu Ende sein muss. Und lassen wir uns doch mal von dem beriesen, was die MHA Pro uns so bieten kann. Schon sagen. Schick, schick, schick. Ja, nicht verwirren lassen. Hey, das lag eben eindeutig am PC mal wieder. Das ist hier jetzt ruckelt kurz. Das liegt nicht an der Map. Da spielt jetzt gerade mal kurz irgendwie was hier mal wieder verrückt, aber wir kennen das ja mittlerweile schon bei mir, ne? Irgendwas ist immer mit dem PC nicht so ganz. Bis auf dass er nicht richtig bremst, ist es aber ein sehr schönes, angenehmes Fahren mit dem alten Teil hier. Hm. Schon nicht schlecht. Eigentlich hatte ich ihn mir für die Ungarn-Map erst zurechtgelegt. Bin aber noch nicht hoch genug im Level, um ihn mir kaufen zu dürfen. Oh Gott, bremsen! Da dachte ich, naja, wenn die MHA jetzt schon eine neue Version hat, dann nimmst du jetzt den schönen Freightliner dafür. So, komm. Guck mal, da ist dein Kollege. Der darf, der muss nicht selber fahren. Der hat so gut, der wird getragen hier. Du musst arbeiten und der darf hier schon, Huckepack fahren. Tja, manche LKWs haben es halt besser, ne? Ich habe mir auch extra hier das urige Armaturenbrett rausgesucht. Also es gibt drei Varianten. Einmal so ein Standard, dann dieses Old und Custom gibt es auch noch. Custom natürlich Tuning vom Feinsten quasi. Ich habe mich mal für das Old entschieden. Ne? Immerhin alter Kraftfahrer, der kann auch mit dem alten LKW mal durch die Gegend fahren. Neusche. Macht Laune. Neuer LKW, neue Map. Oha,
Der Retarder klingt auch, als ob er schon die besten Tage hinter sich hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es klappert irgendwas hier, ne? Irgendwas klappert hier. Ich vermute, das ist dieses alte Armaturenbrett aus Holz. Ne? Da arbeitet der Holzwurm jetzt gerade drin. Der ist wahrscheinlich auch schon 60 Jahre alt, der Holzwurm, und immer noch aktiv. Ey, nicht bremsen. Ja, genau. Geh weg. Hau ab da. Macht das Ganze Spaß. Den LKW gibt es übrigens auch für den ATS, falls der eine oder andere sich für den ATS ja noch begeistert. Ne? Da könnt ihr diesen LKW dann auch für den ATS nutzen. Wer dann so mehr auf die älteren LKW steht, ne? Die nicht mehr so ganz so schick dastehen, ne? Nicht so viel Tuning und Schnickschnack, ne? So wie bei uns jetzt, wo der Lack quasi schon ab ist. Und das ist noch eine der Lackierungen, wo da kann man wenigstens noch Farbe erkennen. Da gibt es noch schlimmere im Angebot hier für den LKW. Der eine sah aus, als ob sie ihn gerade aus dem Moor geborgen haben, würde ich mal sagen. Da war nur Dreck. Schönes, entspanntes Grusen hier. So kann man das gut ab, würde ich mal sagen. Ah, Entspannung. So haben wir es doch als Trucker gerne. Oh Gott, dieses Geräusch, wenn der Retarder angeht. Dazu das klappernde Geräusch, das klingt so, als ob gleich die Hinterachse irgendwie abhebt. Zum Glück haben wir zwei, falls einer abfällt, ne? Tja, und da der Begrenzer angeschlagen ist, also die Tachonadel steht bei etwas über 80. Da aber der Begrenzer angegangen ist, müssten wir theoretisch 90 fahren und naja. Der Tacho scheint nicht mehr ganz so genau zu sein. Man muss halt Abstriche machen, ne? Man muss halt Abstriche machen. Frankfurt, Köln, Kassel. Mensch, wir kommen aber auch gut voran, finde ich. Ist ja kein Wunder, die Kiste zieht ja auch ohne Ende. Und keine roten Ampeln, die uns hier irgendwie behindern. Und ne, keine Fähren, wo wir nicht hochkommen. Das wird den einen oder anderen natürlich jetzt auch noch von euch interessieren, der die letzte Folge der MHA Pro in der Version 2.3.1 gesehen hat. Ja, wo ich erfolgreich ja mit der Fähre in Rostock angekommen bin hier und den Fährauflieger nicht hochgekommen bin. Tja. Ja, ich hatte euch gesagt, in der nächsten Folge dann da sehen wir, ob ich hochgekommen bin oder nicht. Und naja, nun kam das Update der Map, aber ich kann euch eins verraten. Nein. Ich bin mit dem Auflieger da nicht hochgekommen. Der hat sich immer schön verkantet. Da war eine schöne Welle in dieser Rampe drin, wo man von der Fähre hochfährt auf Land. Da war so ein toller Knick drin. Da blieb er jedes Mal hängen. Da nützt es auch nichts, mit Gewalt da hochzufahren. Keine Chance. Keine Chance. Also, ne, falls einer von euch jetzt dabei ist, der die letzte Folge da auf der MHA 2.3.1 gesehen hat und sich gefragt hat, na, hat das geschafft? Nein, habe ich nicht. Schande mal wieder über mich, ne? Mal wieder nicht geschafft. Es ist aber auch ärgerlich mit mir, ne? Ich schaffe es einfach nicht. No.
Heidewitzka. Die Kurve hatte es mal wieder ein bisschen mehr in sich. Was mich so ein bisschen an diesem Navi da verwirrt, ist, dass die ganze Zeit das Ziel dargestellt wird und dann denke ich immer, oh, du bist schon da. Ey, nein, wir sind noch nicht da. Wir haben noch ganz viel Fahrt vor uns. So viel Fahrt und so viel Platz. Wir können hier erstmal an allen vorbeiziehen, ne? Was fahrt ihr hier eigentlich schon wieder so langsam? Was ist los mit euch? Ihr wisst doch schon wieder was, was ich nicht weiß. Ja, ein Schild mit Radarkontrolle. Baustelle. Hat nicht geblitzt. Hat nicht geblitzt. So. Am Kollegen rechts vorbei, ne? Das ist ja... Wir warten wieder da drauf, wenn wir kurz, bevor wir neben ihm sind, dann schert er bestimmt wieder rüber. Kennen Sie doch. So wird's wieder kommen, aber rechts ist genug Platz zum Ausweichen. Erstmal. Hehe, vorbeigekommen. Grüß mich nicht. Hehe. Okay, der war schneller. PKW überholt. Tja, fahren wir mal schön jetzt nach Le Havre und dann gucken wir mal, mit was wir dann diesen schönen Freightliner dann als nächstes quälen können. Vielleicht finden wir ja wieder so ein tolles Teil, was 50 Tonnen wiegt. Schauen wir mal, was wann dem hier die Puste dann ausgeht, ab welcher Gewichtsklasse. Das ist hier jetzt ja mit diesen knapp 18 Tonnen sind da, glaube ich, jetzt hinten drin. Das pustet er mal eben so weg, da hat er nun gar keine Probleme mit. Na, Parkplatz. Parkplatz ist gut. Ich finde, das nutzen wir hier gleich mal. Nicht, dass wir tanken müssen. Apropos tanken müssen, wo ist eigentlich... Ah, da oben ist meine Tankanzeige. Das sieht noch gut aus. Aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich erstmal ein bisschen zum Ende dieser Folge. Aber auch hier das Gebälk, meine Herren. So, Bremse. Klack, 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 ne? Klack, klack, klack. Uriges Teil. Uriges Teil. Ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass wir die ersten Kilometer auf der MH Pro 2.3.2 mit diesem wunderschönen kleinen LKW gefahren sind. Nur kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum... Aua! Mann, passt doch auf! Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Ey, du bist mir gegen LKW gefahren. Alter. Ja, ich muss mal eben kurz hier mit dem das hier klären. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.